Verbraucherschutz diesen Betrugskünstler vielleicht nie festgenagelt. Was würden Sie anderen Verbrauchern empfehlen, die das Gefühl haben, aufs Kreuz gelegt worden zu sein und zurückschlagen möchten? Schlage zurück. Sehr gut, Willi. Viele Leser in Deutschland zurückraten nicht dazu, die Betrüger auf frischer Tat mit einer Kamera aufzunehmen. Sie sollten zuerst das Amt für Verbraucherschutz anrufen oder das Büro des Staatsanwalts. Und wenn alle Stricke reißen, rufen Sie einen Außerirdischen. Nach der Werbung, Mikrowellen und Milchshakes. Musste es wirklich so weit kommen. Doch nun zunächst eine Mitteilung von jemandem, der mutig genug war, uns zu sponsern.